Herzlich willkommen zurück bei Darksiders 3. Diesmal ohne Fails. Ha, wir liefern jetzt absolutes Profi-Gameplay ab. Ich bin aktuell auf der Suche nach einer der Todsünden. Ich bin mir nicht genau sicher, nach welcher. Eine von denen ist es. Offensichtlich. Du kleiner Drecksack, ey. Ich hasse das. Diese unsichtbaren... Ah. Hier, hallo. Oh, Alter, das ist doch... Okay, also... Mit den Gegnern und den... Also mit denen, was die an Schaden machen, ist es ein kleines bisschen übertrieben vielleicht. Ich bin mir nicht sicher. Man ist ja quasi gezwungen, seine Skillungen anfangs zumindest auf Gesundheit auszulegen. Weil, guck mal, ich habe nur hier, nur gegen 4 popelige Gegner gekämpft, die auch noch nichts können. Und bin fast tot. Das ist schon nicht so wirklich der Zweck von alledem. Wie großer Lutscherhaufen, ey. Gegen einen Gegner ist es absolut kein Problem. Sobald es mehrere werden, ist schwierig. Ich würde gerne da hoch. Ist es mir gestattet? Danke sehr. Ich komme hier, glaube ich, gar nicht komplett hoch. Wow. Ich sag ja, Oh mein Gott. Profi-Gameplay auf einem neuen Level. Du Bastard. Der mit den roten Augen. Komm, in den Dreck mit dir. Da, wo du hingehörst. Ich kann den... Hier, wenn ich den so halte... wenn ich den in der Combo drin halte, dann kann er überhaupt nichts machen. Das, oh, ein großer Lutscherhaufen. Oh, nicht schlecht. Da komme ich nicht hoch. Da muss ich sonst was für machen. Da unten haben wir 2 von denen. Den einen hätte ich jetzt übergesehen, tatsächlich. Den rechten. Boah, das sieht sehr cool aus. Ja. Ich meine hier. Bewegt sich die Sonne da tatsächlich auch? Oder hat die einfach einen fixen Punkt? Ich weiß es nicht. Schwer zu sagen. Naja, ich würde sagen, Zorngestalt regelt, oder? Kann ich den einen vielleicht so aktivieren? Hä? Nee. Dann... Hier, versuche ich erstmal einen nieder zu bashen. Das ist nicht so unbedingt... Alter. Alles klar. Ich komme hier nicht... Ne, 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 ne. Genau. Ja, ist doch okay, Alter. Ciao. Die haben ja richtigen Hass. Ja, leck mich, ey. Okay, 2 von denen ist schon... Das ist schon eine Nummer. Boah, ich muss das Ding hier aktivieren. Wenn es nicht viel Sinn und Zweck hat. Alter. Ich würde hier gerne einmal... Was nehme ich denn? Ich nehme das. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein! Okay, der wird zerschnetzelt. Ja, einer ist tot.
Kann ich den eigentlich auch mit der Combo irgendwie... Nee. Das sieht nicht so aus, als ob er sich irgendwas sagen lässt. Oh mein Gott. Alter, das war ja echt kein Spaß, ey. Alles verbraucht so. Alles, was ich dabei hatte. Ne, ein paar Sachen habe ich noch, aber... Das war schon... ein guter Einstieg für die Folge. Als Kampf. Jetzt kann ich auch da vorne weitergehen. Jetzt ist mein Skill so OP, ja. Das krieg ich hin. Was ist denn eigentlich... Hab ich noch gar nicht nachgeguckt. Dieser große Haufen, was ist denn der wert? Große Lutscherhaufen, ne? 1200. Ich sollte vielleicht die nächsten Seelen einfach mal in die Level stecken. Ja, mal ein bisschen live und so rausholen. Hier, wenn ich den einfach... Oh, du kleiner Snitcher, ey. Mal ohne Scheiß. Komm her. Und dann... Ah, das ist... Ah, ich dachte, das wäre dieses andere Elektro-Ding. Hier, gib ihm. Hallo. Hä? Was trifft er mich? Ja, komm, alle auf ihn. Alle drauf. Völlig egal. Immer rein. Ich würde gerne da hinten hingehen, aber das hat er mit Flügeln. Beziehungsweise da ja auch. Einen von denen mit Flügeln muss ich wegmachen. Und offensichtlich muss ich da lang, deswegen gucke ich erstmal, was es hier hinten gibt. Du kleiner Bastard. Hängen da noch welche? Komm, da oben geht's lang. Oh. Secret Way entdeckt vielleicht? Wollt ihr jetzt echt diesen hier machen? Echt jetzt? Oh mein Gott. Also, ey, mit dem Schaden haben sie es echt übertrieben ein bisschen. Ganz ehrlich, du hast ja keine Chance, irgendwas zu machen. Boah, das ist ja krank. Und die Leute sagen, Dark Souls wäre schwer, weißt du? Die haben noch kein Darksiders gespielt. Ich hör's doch. Warum komm ich... Ach, das ist wahrscheinlich über mir. Jetzt darf ich die ganzen Gegner hier nochmal wegmachen. Danke, Spiel. Ja. Ich lock die einfach hier hinter. Boah, sehr schnell, Alter. Mensch, auf die Eier. So, das wäre einer. Zumindest, also, ne? Da steht noch einer, den sehe ich genau. Bleib einfach hier stehen. So, dann habe ich zwei, die da vorne rumlatschen. Ja, es sind zwei. Die zwei Kollegen da unten. Die will ich jetzt nicht unbedingt nochmal bekämpfen. Muss nicht sein. Kann ich zumindest den einen... Kuckuck. Schon mal nach hier hinten locken. Alter, schnell. Okay. Danke sehr. Boah, Zeitlupenheilung ist echt nicht so geil. Boah, das ist ja hart. Das ist ja richtig hart. Ich glaube, ich bin da so ein bisschen mit dem... Bin da so ein bisschen zu locker drangegangen an das Game. Offensichtlich. Das ist... Es ist nicht so wie die ersten zwei Teile. Noch lange nicht. Das hat eher wirklich was von Dark Souls oder... Ich weiß nicht, zweite Teil, komische Prüfung da. Toll, warum gerade...
Warum greifen mich jetzt zwei an? Alter. Ja, wie soll ich denn zwei Leute auf einmal bekämpfen, während der eine auf mich schießt, Alter? Gibt's denn sowas? Leck mich am Arsch, du. Leck mich am Arsch. Huh. Soll ich mich heilen, oder? Ich benutze vielleicht am besten das hier dafür. Weil dann wird immer der angegriffen, der am nächsten an mir dran ist. Guck, guck. Komm schon. Ich glaube, ich muss wieder voll in diese Dark Souls-Mentalität rein. Ich weiß, das Spiel wird oft damit, also das hier wird oft mit Dark Souls verglichen, aber es hat halt auch einen guten Grund, warum. Es ist halt sehr ähnlich. Die haben sich... ich will jetzt hier niemandem was unterstellen, aber es scheint so, als ob sie sich da die ein oder andere Sache da abgeguckt haben. Mit unter anderem den Schwierigkeitsgrad, offensichtlich. Das ist schon ein bisschen knackiger und... Bei Dark Souls, das gehst du halt ganz einfach ganz anders an als zum Beispiel Darksiders 2. Überleg mal, wie OP wir waren. Wir haben zwar Schaden gekriegt, ja, aber wir hatten so viel Leben. Es war so lächerlich. Es war halt viel rumgerollt, ne? Und wenn das hier wieder einfach auch so der Fall ist, dann ist das nun mal so. So, ich würde unglaublich gerne gegen den da oben kämpfen. Ich weiß nicht, was mich erwartet, deswegen aktiviere ich einfach mal den Rasereistein. Boah, was eine dreckige Falle. Scheiß Teleporter! Kleiner Snitcher. Wie sagst du? Boah. Huiuiui. Okay. Theoretisch wird's da wahrscheinlich. Da geht's auch zu einer Todsünde. Hier geht's zu der nächsten Todsünde. Das heißt hier lang, oder? Wohl, da vorne ging's noch. Ich gucke erstmal, was es hier gibt. Du kleiner Bastard, ich bin bereit. Leck mich am Arsch. Leck mich am Bobbes. Okay, okay, das ist absolut dasselbe. Nur von der anderen Seite. Boah, schwierig. Schwierig, schwierig. Ich könnte natürlich rein, volles Programm. Okay, der kommt zu uns. Kommt der? Kommt der? Kommt der? Alter. Das finde ich jetzt aber nicht so nett. Hey, 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 hey. So haben wir nicht gewettet. Okay, wir haben, ich habe zwei von denen dort. Komm. Maximaler Einsatz. Wie? Ich habe mich jetzt so voll in den Krieg gefasst gemacht. Weißt du, dann sterben die einfach so schnell. Ich gehe jetzt mal von aus, dass es das hier war und nicht die Fury, die so... Was willst du? Die Hände brennen. Das ist immer noch... Ach, das ist immer noch dieser... Ich rein einfach so? Geht das? Secret Way? Hm.
Guck mal da, ein Mannequin. Ey, was ist denn los? Was ist das? Ich find's wirklich, ich hatte ja schon mal erwähnt, ich find's gut, dass sie hier die Menschen so mit einbinden. Weißt du, dass die Menschen jetzt mal sehen, was, also die Menschen nach der Apokalypse, dass sie nicht alle verschwunden sind. Das gefällt mir sehr gut. Die Begegnungen im letzten Teil, in dem Addon, die waren ja, eher suboptimal. Und jetzt nicht unbedingt von sehr langer, was ist das denn? Von sehr langer Dauer. Ich glaube, wir haben hier was Neues gefunden zum Explodieren lassen. Das kann ich doch hier auch einfach raus und gegenwerfen, oder? Feuer! Guck mal einer an. Da sitzt ja noch ein Mensch. Bleib weg von mir. Ganz easy. Bitte, rette mich. Bleib weg von mir! Rette mich! Großer Lutscherhaufen. Okay, ein Ding kann ich da noch aufmachen. Ich gucke erstmal, was es hier so zu holen gibt. Was ist das denn? War das mal ein Mensch? Das ist ein Kokon, ja, ergibt Sinn. Alter! Was geht denn hier ab? Boah, das... Alter, Was ist denn... Was passiert, wenn ich das da oben gegenwerf? Schon so ein bisschen arg widerlich, oder? Naja, soll ich jetzt mal so stehen. Komm, ich Zippel da oben. Ist auch die Scholl. Shortcut? Ein Vulgrim? Oh, ein Schattenmonster. Was in dein Gesicht. So einfach geht's. Er hatte zwei Sachen dabei. Da heute richtig die Spendierhosen an, du. Das ist wahrscheinlich die andere Seite, wo der Mensch war. Ja. Gut, gut. Dann wäre dieser Bereich auch abgeschlossen. Hier hinten ging es so weit. Da ist noch so ein Ding. Ich wusste es. Warum wusste ich es? Dass da einer drin ist. Ein Schweinchen. Für nur... Hier, da lag er drin. Einfach nur zur Sicherheit, weil die schon ein bisschen harten Schaden machen. Deswegen. Eine Kirche. Etwas zu protzig, wenn du mich fragst. Ausnahmsweise bin ich deiner Meinung. Ach ja. Schon protzig, aber ne, da oben glibbert irgendwas drin. Spinnweben. Das ist nicht sonderlich geil, muss ich sagen. Warte mal, was hatte ich eigentlich? Muss kurz hier gucken. Ah, okay.
ein Friedhof und eine Kirche. Soll ich da... Was denn? Etwas ist mit diesem Ort. Oh, wirst du jetzt etwa religiös? Ich werde nicht zögern, dir den Beobachterkopf vom Beobachterleib zu schlagen. Weniger Sarkasmus. Notiert, Herrin. Bedenke deine Augen! Sorge, was ist das? Sieh an. Mal dir meine Enttäuschung aus. Die Vorstellung, dass das Beste ist, was der Rat zu bieten hat. Von den berühmten vier Reitern schicken sie den allergeringsten und erbärmlichsten. Hochmut, charmant wie eh und je. Ich komme deinetwegen. Ach wirklich? Als wüsstest du etwas mit mir anzufangen, wenn du mich haben könntest. Bitte, verschone mich. Bist du nicht eine der sieben großen Todsünden? Kämpfe, statt vor mir zu kriechen, du aufgeblasener, erbärmlicher! Dein Spott ist vergeudeter Atemreiter. Nicht lästiger als das Summen meiner Fliege. Meine Beachtung nicht wert. Wie alles aus dem großen Experiment des Schöpfers. Selbst die größten Schätze des Himmels und der Hölle verblassen in meinem Licht. Verkriech dich wieder in das Loch, in dem du geboren wurdest. Wenn ich die letzte Sünde auf diesem armseligen Felsen bin, dann gestatte ich dir vielleicht eine Audienz. Wenn ich fertig bin, ist keine Sünde mehr übrig. Das sagst du. Angesichts deines Zustands halte ich eine erneute Begegnung für höchst unwahrscheinlich. Doch solltest du dir tatsächlich meine Gunst verdienen, findest du mich in Iris. Auch wenn ich bezweifle, dass jemand wie du an einem Ort willkommen wäre, der so kultiviert ist. Nur zu, überrasche mich, Reiter. Bis dahin... Was für ein unausstehliches Geschöpf! Ja, Hochmut. Sagt schon alles, oder? So, da kann ich jetzt... Bin ich da jetzt einfach rein? Was ist das? Okay, irgendein Ort auf der Erde offensichtlich. Zerstört, zerdeppert. Alles putte macht. Ich gucke trotzdem erstmal hier hinten. Guck mal einer an. Wenn das nicht mein guter alter Freund... die Labertasche ist. Natürlich erstmal hier. Dann haben wir hier. Dann haben wir hier. Dann würde ich sagen, einfach nur volles Programm. Seelen. Seelen, Seelen, Seelen. Und noch mehr Seelen. Schaffen wir noch ein Level? Jawohl. Komm, den Rest auch noch. Was soll es? Danke sehr. 5 Punkte. Einer hier rein. Einer hier rein. Noch einer hier rein. Und zwei hier rein, würde ich sagen. Und dann bin ich, zack, schon mal an die 20, 30 live mehr. Wie sich das jetzt auswirkt, kann ich noch nicht sagen. Aber mehr Leben ist schon mal ein Anfang. Es ist... Wow. Die kleinen Schweinchen, ey. Die Hüllen, oder wie sie genannt wurden. Danke sehr. Großer Lutscherhaufen. Ab und zu muss man einfach mal die Spendierhosen auspacken und mal voll in Level investieren. Was ist das? Echt das? Hm. Nach Buenos Aires müssen wir. Ich könnte da lang, aber...
gehe ich erstmal. Irgendwas da hinten erwartet mich. Ich gucke erstmal, was hier drin abgeht. Ich werde nie begreifen, wieso sie an solchen Dingen hängen. Herrin. Sie klammern sich so verzweifelt an diese Bilder. Die Symbole des Himmels und der Hölle. Sie? Die Menschheit. Tausende von Jahren hielten sie die Frucht der Schöpfung in Händen und ignorierten sie, um stattdessen über Totems und Fabeln zu streiten. Was hat der Schöpfer bloß in ihnen gesehen? Das ist die Frage. Die sagten, sie sahen doch, ich glaube am Anfang vom ersten Teil oder vom zweiten, sahen sie doch voraus, dass die Menschheit zwar sehr schwach, aber auch, geistreich oder, irgend sowas. Oh, guck mal hier, kann ich ein bisschen Feuer machen. Gerissen? Sie seien schwach, aber gleichzeitig auch gerissen? So. Gucken, was da oben jetzt passiert. Oh Gott. Oh. Schnieke. Da gehe ich gleich hin. Ich gucke erstmal hier hinten. Beziehungsweise bevor ich auf den Friedhof gehe, würde ich sagen, beenden wir die Folge und sehen uns das nächste Mal wieder bei Darksiders 3. In diesem Sinne, bis dahin.